Ja, ihr Lieben, ihr habt vielleicht gesehen, heute machen wir mal ein anderes Kühlsystem. Ich habe hier, wie ihr seht, schon mal den Sud des jetzigen Weizens drin und habe das natürlich vorher alles abgekocht. Und eventuell seht ihr das hier, dass ich jetzt hier auch eine Tauchhülse mit dran habe, die vorher hier an dem Prototyp nicht dran war. Okay, jetzt habe ich das da reingemacht, weil ich möchte heute gerne über das System das direkt runterkühlen. Okay, und dafür habe ich das jetzt hergebracht. Okay. Die Clips sind alle super, schön fest alles, wunderbar. Die könnte man hier sogar noch mit Pins noch mal gegenhalten, aber da hält, das ist so fest alles, da ist das nicht nötig. Okay, dann haben wir hier meinen Inkbird. Da kommt jetzt die Temperatur. Grob kommt jetzt nach unten rein. Und der fängt jetzt natürlich an zu quietschen und sagt mir natürlich auch gleich, in welche, was wir für eine Temperatur hier haben. Ich werde jetzt gleich erstmal hier die Schläuche noch anbringen. Okay, auch das ist jetzt erstmal nur ein Provisorium. Hier will ich demnächst auch diese Schnellconnector, die ich draußen überall an den Systemen habe, möchte ich hier auch zum Einsatz bringen, weil ich die sehr gut finde und man halt wirklich schnell auch mal was abmachen kann. Klar gibt es da noch verschiedene andere Systeme, die Tri-Clamps oder auch die Camlock, aber ich bin eigentlich bisher mit den Schnellfittings sehr gut gefahren. Okay, da die aber noch nicht hier sind, musste ich mir jetzt erstmal mit diesen, naja, was ist das, Gardena-Verbindungen helfen hier, ja. Die sind vom Baumarkt, die werden dann ausgetauscht, genauso wie die Messingknie hier, ja. Okay, das dazu, ich hoffe, die sind dicht. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Also momentan sind wir noch bei 68 Grad. Ich werde das mal hier anbringen. So, dann habe ich das immer direkt vor der Nase. Okay. Und wir haben hier eine Temperatur von 4 Grad. Kommen wir mal die Kamera kurz hier rüber. Da habe ich wieder vorbereitet. Ja, da ist Eiswasser drin. Das hat gerade inzwischen 4 Grad. Und die entsprechende Tauchpumpe. Ich hoffe, dass alles soweit funktioniert. Ja, und habe die sogar hier, ihr seht das, sogar mal Löcher drin gebohrt, damit das dann hier weiter hergenommen werden kann. Okay. Gut, ihr seht also, den Inkbird-Controller habe ich auf 16 Grad erstmal justiert, eingestellt und werde dann jetzt hier in dem Fall nur die Einheit für die Kühlung benutzen. Also hier kommt meine Tauchpumpe rein, die dann jetzt hoffentlich anfängt. Ah, es geht los. Seht ihr vielleicht hier, wie das Wasser nach oben geschoben wird. Ich muss gleich nochmal kontrollieren, ob auch die Schläuche nicht geknickt sind, weil das wäre natürlich ein Problemchen. Aber vielleicht seht ihr das hier auch. In der Zwischenzeit geht es einmal durch. Das sieht schon ganz gut aus. Okay. Ja, das ist wichtig, dass man darauf achtet, dass die entsprechenden Schläuche auch nicht geknickt sind. Jetzt geht das kalte Wasser hier durch das eine erstmal rein. Und hier kommt das warme Wasser direkt wieder zurück. Und
Ja, das ist natürlich erstmal provisorisch. Das wird dann später beim nächsten entsprechend verändert. Ein bisschen. Die kriegen auch noch mal eine Ummantelung für die Kühlung. Aber um erstmal so einen Test zuzufahren, ist das schon ganz gut. Ihr seht hier, es geht schon ein bisschen runter. Wir sind schon bei 65. Und den lassen wir jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Und ich schaue jetzt mal auf die Uhr, wie lange er braucht, ob das Sinn macht, so eine Geschichte hier, oder ob es vielleicht doch besser ist, erst komplett runter zu kühlen und dann umzuschlauchen in den jeweiligen Fermenter. Das werden wir dann später herausfinden. Wenn wir dann auf Temperatur sind, in dem Fall 16 Grad, dann werde ich die Hefe pitchen und dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. Okay, wie ihr in der Zeitrafferaufnahme gesehen habt, sind wir mit der Kühlung durch. Hat auch länger gedauert als angenommen. Sind dann doch ungefähr zwischen 1,5 bis 2 Stunden geworden, bis wir auf Anstelltemperatur runtergekühlt hatten. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich doch lieber meinen bisherigen Eintauchkühler nehmen, der das in so ein Batch von knapp 23 Litern in ca. 25 bis 30 Minuten runtergekühlt hat auf Anstelltemperatur. Also von der Seite her war das ein kleiner Rückschritt, obwohl das, ich finde das nicht schlimm. So weiß man eben, dass man das vielleicht doch eher vorher runterkühlt und dann in den Fermenter rüberbringt und dann im Endeffekt die Kühlschlange entsprechend nur zur Kühlung bei der Vergärung hernimmt. Ja, ansonsten wäre eigentlich noch abschließend zu sagen, dass das System, so wie ich das hier getestet habe, sehr gut funktioniert. Mit sehr einfachen Mitteln durch die Wasserkühlung, um das vielleicht nochmal kurz aufzunehmen. Also der Inkbird-Controller nimmt die Temperatur aus dem Sud entsprechend über die Tauchhülse auf, über den Sensor, und dadurch regelt er eine sehr einfache Tauchpumpe, die in dem Kühlwasser, also in dem Wasserbad schwimmt. Dieses wird durch die Eisakkus runtergekühlt entsprechend und liefert dann somit die Kälte, die dann durch die Kühlspirale in den Sud geht und entsprechend den Sud auf die jeweilig gewünschte Temperatur runterkühlt. Ja, ein einfaches System. Wie gesagt, bei obergärigen Bieren relativ einfach durchzusetzen. Wenn es dann in den untergärigen Bereich geht, ist das auch machbar. Dann muss man allerdings wirklich die Temperatur des Kühlwassers extrem oft im Auge behalten, muss da wahrscheinlich viel nacharbeiten, Kühlwasser wechseln oder eben auch die Eisakkus öfter wechseln. Oder man hat eben in so einem kleinen, in kleiner Box halt noch die zusätzliche Kühlung, die meistens mitbringen, die man auch noch mit einsetzen kann dafür. Ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hier lasst. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch tun. Und vielleicht drückt ihr die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, sobald wir neuen Content rausschicken. Ansonsten gerne für Fragen, Tipps und Hinweise unten die Kommentarzeilen benutzen. Gerne antworte ich auf eure Fragen. Wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Kommt gut durch den Tag und Happy Brewing!